Ich habe schon mal meine... Meine Zuschauer konnten mir ein Video schicken, wo sie sagen, was sie sich wünschen. Ich habe mir das angeschaut und habe ihnen dann teilweise Sachen geschenkt davon. Und falls ihr selber wollt, dass ich euch was schenke, dann abonniert doch den Channel. Viel Spaß. Erste, in Anführungsstrichen, Bewerbung von Kartoffel. Meine geile Bewerbung, ich habe Crush auf Hugoline. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Hallo Hugo und Chat, diese Präsentation ist für... Oh, was? Digga, Hugo, wer ist er? Von mir. Bruder, what the fuck? Erstmal, wer bin ich? So, erstmal, wer bin ich? Ich bin Hugo Chatter und Zapf. Bruder, du hast den Chatter gekämpft. Ich will diese Jacke. Wow, 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 wow. Erstmal, wow. Er kommt direkt mit, ich will. Schreibt, ich wünsche mir diese Jacke. Bruder, was für ich will? Sind wir hier im Will-Orchester? Wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Der Preis beträgt hier 100 Euro ungefähr. Und da 27 mehr als 100 ist, kannst du die mir ja kaufen. Und warum denn? Nee, ganz kurz, bevor wir das jetzt weiterschauen. Du brauchst diese Jacke gar nicht. Du bist 14, du sollst nicht mit so fette, teure Jacke rumlaufen. Genieß dein Leben! Du hättest dir alles wünschen können, du wünschst dir so eine Scheißjacke. Und die ist dir eh zu groß. Du passt nicht mal in deine Facecam rein. Spaß. Weil meine aktuelle Jacke mir leider zu klein ist und ich kein Geld habe. Jetzt gibt es noch eine Alternative, aber ich hätte natürlich die Jacke lieber. Aber wenn die Jacke zu teuer ist, dann geht das auch. Dieses Display, das ist einer meiner Lieblingsmusiker. Was ist das? Welche Musiker ist das? Aufhängen. MF Doom. Das ist voll der danke. Apfel. Und der Preis beträgt 44 Euro. Gibt's noch Fragen? Nein. Nein. Gut. Ich werde nämlich jetzt noch ein... Er redet mit mir. Backflip machen. Er macht Backflip. Und Digga, er trägt die Jeans. Digga, kannst du in nächster Zeit überhaupt rausgehen mit der Jacke? Kaufen wir ihm die Jacke oder was machen wir? Nein! Mann, die Jacke sieht halt so scheiße aus. Das Ding ist, ich will wirklich, also ne, Kartoffel, Ehrenmann, Bruder, guter Chatter, guter Mann. Aber was ich dazu sagen muss, man denkt immer, man sieht dann so aus wie er hier mit der Jacke. Aber das Ding ist, weil er halt noch ein bisschen kleiner ist, sieht er halt so aus. What the hell? Er wird aussehen wie Phoebe mit ihrer Netherite-Rüstung. Er wird so aussehen. Mit ihrer Netherite-Rüstung. Er wird halt so aussehen, legit. Kauf wie mein Backflip-Coach. No joke, ich würde sagen, dafür, dass er mir so viel Content gegeben hat, weil wir gerade die ganze Zeit nur gelacht haben, kriegt er die Jacke. Einen wunderschönen guten Abend. Und zwar würde ich gerne einmal dieses Brita-Glas-Wasserfilter von der Hello haben. In. Digga, er will ein Glas-Wasserfilter? Weil Plastik geht in die DNA über. Irgendwann gehen wir alle nur noch aus Plastik und dann können wir auch sterben. Den finde ich toll, weil dann trinken wir kein Kalkwasser mehr. Das ist nämlich eigentlich für meine Freundin nicht trinken. Er hätte Freundin auch. What the f***? Mich können Wasser, ich trinke mal Cola. Weiter geht's im Let's Play. Dann einmal diesen Apple Air. Digga, er sagt, weiter geht's im Let's Play. AirTag, weil... Ja, weil, jetzt bin ich gespannt. ...ich mich sonst noch verliere hier in dieser Welt. Oh. Oh. Genau, machen wir auch weiter mit dem dritten und letzten Artikel. Der ist nämlich für meine Freundin. Und zwar ein lila Stitch-Teil würde mir Pluspunkte in meiner Beziehung geben. Ich würde ihm einfach nur das für seine Freundin holen, okay? Das Ding ist, ich würde ihm gerne alles holen, aber wir haben 50 Videos, okay? 50. Und wenn ich jedem etwas kaufen würde oder alles kaufen würde, gut, dann bin ich arm. Soll Hugo bitte noch den Wasserfilter, der ist auch für meine Freundin. Ach so, Digga. Wahrscheinlich. Ich habe mit dir vorne gespielt, der Travis Scott. Digga, ich weiß, wer er ist. Du bist der hier, oder? Warte mal. Deine Hose ist nass. Sorry. So, weiter geht's. Yo, moin. Guten Tag, Hugo. Schau gerade auf entspannt deinen Stream, wie immer. Vivi ist auch am Start. Auf chillige Basis. Ja. Yo, ich würde es geil finden, wenn du mir einen neuen Kleiderschrank kaufen könntest. Na klar mache ich das! Und für Vivi natürlich. Ey, klar, Bro! Klar! Das kriegst du nicht mal zu, Mann. Los, Vivi. Sag tschüss. Tschüss, Hugo.
Digga, was habe ich mir hier gerade angeschaut? Das ist crazy. Wollen wir ihm für das Video, wollen wir ihm was schenken oder nicht? Das ist der Schrank. Kostet 75 Euro. Ja, gönn ihm. Eigentlich habe ich gesagt, die sich am meisten Mühe geben, kriegen irgendwas. Und jetzt sind wir gerade auf dem Trip, dass wir einfach jedem irgendwas geben. Wir müssen ein bisschen chillen, glaube ich. Er war lustig. Ich hasse euch alle, Digga. Ja, du kriegst deinen Scheißschrank. Bruder, wenn ich das schon wieder sehe. Oh, nein. Hallo? Er setzt so krank die Maske auf. Ich hätte gerne dein Display, weil ich es gerne hätte und ich bin ich und ja. Kriegt er mein Display? Ja. Jedi, Luca, bist du gerade im Chat? Er ist nicht da. Ich hätte ihm Trade-Offer gemacht, dass er mein Merch kriegt. Weil dann hätte ich so automatisch Werbung in meinem Video machen können für Merch, haha. Du hast mich zum Lachen gemacht und deswegen kriegst du auch was. Hallo Hugo, hallo Chat. Ich wünsche mir ein neues Headset, da meins schon etwas kaputt ist, da hier etwas fehlt, dass man auch... Digga, egal was da jetzt noch kommt, du kriegst nichts von mir. Kann. Hier haben wir es da schon geklebt. Hier auch schon zweimal. Und Digga, hier was ist es nochmal so. Digga, hol dir ein anderes Headset. Was ist das für eine Scheiße? Bah! Hier geht's schon das Ganze ab. Ich weiß nicht, wie das heißt. So sehe ich mit dem Headset aus. Sieht sehr beschissen aus. Deswegen möchte ich auch ein neues Headset haben. Danke. Bruder, du kriegst nichts. Bitte, Hugo, ich brauch das. Bitte, bitte. Hugo, bin Aya Sub bei dir. Digga, das war so ein Scheißvideo. What the fuck? Er sieht aber so nett aus. Ja, ey, lass allen 50, weil sie nett aussehen, was schenken. Kauf ihm das. Das Headset kostet 2,95 Euro. Das kostet 2 Euro, kriegst du. Ah, scheiße, was soll ich mir von Hugo zu Weihnachten wünschen? Vielleicht... In diese geben wir Rosmarin und 2 Knoblauchzehen. Achte darauf, dass... Mist, ich trinke ja gar keinen Alkohol. Was soll ich denn sonst für ein Geschenk machen? Am besten diese tolle Lampe hier, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Oder vielleicht dieses tolle Mauspad. Oder vielleicht diese tolle PS5 in der Spider-Man. Jetzt bin ich noch ein Joker. Spider-Man und Spider-Man! Ich brauch die Sachen wirklich, Digga. Ich bin fettarm, Alter. Du netter Mensch. Oh, Bruder, das Bild hätte jetzt nicht sein müssen, Bro. Das hätte jetzt nicht sein müssen, glaube ich. Ja, schenken wir ihm was? Er hat sich Mühe gegeben. Aber was schenken wir? Die Uhr oder das Mauspad oder die PS5? Du kriegst das Mauspad. Ich bin Marcel und ich brauche ein neues Mauspad. Warum? Weil meins so klein ist und ich beim Zocken immer darüber rutsche, über den Rand. Ja, du schießt doch einfach mehr nach rechts, Bro. Du brauchst kein Mauspad bei Tastatur. Und weil ich nicht lustig sein kann, kipp ich jetzt Wasser über mich. Hier ist noch Hugo, der Pfleger. Keine Ahnung, wo der Text hat schreiben. Chill, Bruder. By the way, das ist das Mauspad. Bruder, Digga, du willst mich komplett verarschen, oder? 50 Euro für ein Mauspad. What the fuck? Weiter geht's. Oh nein, 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 nein. Das ist die, die nicht lacht. Das ist die, die nicht lacht. Das ist sie, die nicht lacht. Ah, wait, ich habe gesagt, wenn sie nicht lacht, kriegt sie irgendwas, ne? Und sie hat bis heute nichts bekommen. Ja, dann kriegst du halt jetzt was. Was willst du haben? Sie wollte Kühlschrank und was wollte sie noch? Der Kühlschrank kostet 79 Euro, dann kannst du dir den Arsch... Also, wow, nein, also den kriegst du halt nicht. Und der andere Link funktioniert nicht. Okay, dann entscheide ich jetzt, was für ein Kuscheltier du bekommst. Fetter, hässlicher Kuschelbär. Wie findest du den hier? Findest du den gut? Der kostet 34 Euro. Du kannst aber auch den hier bekommen. Den vollbekifften Garfield, den kannst du auch bekommen, wenn du willst. Ja, was willst du? Willst du den oder willst du vollgekifften Garfield? Kiffkatze, alles klar, dann schreiben wir das auf. Digga, so sieht der auf Amazon aus. So sieht der aus. Warum sieht der so aus? Verkauf den freiwillig. Kriegst du, kostet 18 Euro, passt. Also, Mann, Digga, bitte, what the f***. Wenn da jetzt wirklich nur Black Screen ist, Digga, dann frag ich mich, ob der wirklich dachte, dass er irgendwas bekommt. Würde ich etwas wollen? Also, ja. Ich hätte gerne eine... Ich denke, das schreibe ich... Schicke ich... Digga, was? Was? Was willst du? Moin Hugo, moin Chat. Deswegen solltest du mir neue Kopfhörer kaufen. Wie du siehst, sind diese bodenlosen Kopfhörer hier einfach nur Müll. Und deswegen wird es Zeit für ein Upgrade. Deswegen solltest du mir die Beyerdynamic DT 990 Pro 80 Open Studio Headphones kaufen. Das war ein klein bisschen über dem Budget von 100 Euro. Aber weil du ja eh reich bist, muss das ja kein Problem sein. Ja, klar. Ich werde mit diesen Dingern nie wieder wie ein Vollopfer aussehen, sondern genauso gut aussehen wie du. Hier mal ein Vergleich, wie der Unterschied zwischen den bodenlosen Kopfhörern und den Beyerdynamic DT 990 Pro 80. Ich kann dir mal ungefähr zeigen, wie das aussah, als ich mein Fortnite verloren habe. Danach sahen die Kopfhörer so aus.
Aber er macht auch legit gerade Satta Hugo wieder anstatt Bewerbung. Aber das passiert natürlich nicht mit den Bayer Dynamic DT 990. Digga, jetzt hat er auch noch ein Placement drin. Ehrenmann. Und dann können die nicht einfach so durchsprechen wie die hier. Ansonsten wünsche ich dir und den Chat noch einen schönen Tag und. 139 Euro für Kopfhörer. Weißt du was, Bro? Du bist der sich am meisten Mühe gegeben hat bis jetzt. Ich gebe dir die 139 Euro Kopfhörer. Aber jetzt ist unser Budget gesprengt und alle anderen kriegen nichts mehr. Bedankt euch bei ihm. So, nächste. Was geht ab? Autofokus wieder am Start. Digga, es ist so krass, wer alles in Bewerbung geschickt, ne? Wir haben 10-Jährige, aber wir haben halt auch 30-Jährige. Das ist so crazy. Go. Wie ihr vielleicht schon im Hintergrund hören könnt. Mein Hamster betreibt gerade meinen PC an. Der Grund, warum ich mich bewerbe, ist, wir hören mal ganz kurz zu. Mein Hamster ist gestorben an zu viel Sport. Diese scheiß Wasserpumpe, sie rattert. Sie macht mich verrückt. Ich möchte mich bewerben. Damit du mir einen neuen PC kaufst. Auf entweder eine neue AIO oder ein Be Quiet Dark Rock 4 Kühler. Noch was, Bro? Kostet um die 45 Euro. Würde mir voll reichen. Ich bin super ausgestattet ansonsten. Du hast viel geschafft und ich bin mir sicher, dass du noch viel weiterkommst. Du bist ein geiler Junge. Grüße gehen raus aus Köln. Man sieht sich. Köln! Jawohl! Be Quiet kostet 76 Euro. Da haben wir noch was, 75 Euro. Ich gebe dir 30 Euro Amazon-Gutschein und du kaufst dir mit deinem Geld kaufst du dir dann das, was du willst, okay? Du bist Streamer und gönnst deinen Zuschauern mal was. Dann bist du hier an der richtigen Stelle, denn ich brauche Hilfe. Moin Hugo, erstmal zu meiner Person. Ich zocke und habe auch noch viele weitere Hobbys. Ja, habe ich wirklich. Also dann fange ich auch mal an, ich bin vor kurzem von meinen Alpen. Aber eine Sache hätte ich da noch, und zwar gehe ich Gym, du weißt, morgen, safe. Da habe ich halt so billige Earbuds und ja, die habe ich halt schon zum dritten Mal neu gekauft. Die sind halt komplett trash. Da dachte ich mir, du gönnst mal dir noch ein Minigame, wenn du Zeit hast. Sprich dazu einfach das aus, was du auf dem Bildschirm siehst. Aber es muss richtig sein. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Mädchen. Mädchen. Was? Deine Hose ist nass. Opfer, Alter. Er hat mich komplett Digga. Heilige Scheiße. Du kleiner F***er, Digga. 47 Euro. Ja, komm, kriegst du. Du hast mich verkackeiert. Digga, Veto hat sich auch gemeldet anscheinend. Was geht ab, Hugo? Ich hab gehört, du beschenkst zu Weihnachten deine Zuschauer. Und dachte mir, check, mach ich doch auch einfach mal mit. Zuallererst einen kleinen Fun-F. Digga, der hat so seine Maske auf, Bro. Der redet nie im Leben so. Man hat richtig gemerkt, wie dieses check, einfach nur kam, weil ich das die ganze Zeit sage. Das war ich damals und ich habe einfach am gleichen Tag wie du Geburtstag. Was? Digga, das ist actually krass. Man sieht zwar gar nichts, was in der Cam richtig kack ist, aber das ist wirklich krass. Digga, er hat genau am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und mein Problemfall ist mein Gaming-Stuhl. Ja, was meinst du? Der sieht doch fast wie neu aus. Mein Gaming-Stuhl ist einfach übertrieben verranzt. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Ja, ich habe mir das schon das Krasses ausgesucht. Ah, Junge, du brauchst einen neuen Tisch! Das Krasses ausgesucht. Und zwar, das ist er natürlich nicht. Und zwar diesen kranken ergonomischen Gaming-Stuhl. Der ist nicht nur ultra bequem, sondern bietet dir auch Freunde. Die habe ich nicht. Und das wäre ne schön. 30 Euro, gut invested. Danke für den Content, Hugo. Und ciao. Digga, hat der... Oder warum schlägt er sich ein Ei auf den Kopf? Ciao. Er hat auch nichts verlinkt. Bro, Re-Rap, es tut mir leid. No joke, dir hätte ich was geschenkt. Weißt du, 30 Euro waren. Aber du hast nichts verlinkt. Digga, Titel hierfür ist ein Ei gestorben. Egal, mach mal weiter. Hoffentlich hat er mal was verlinkt, wa? In diesem Video werde ich dich versuchen zu überzeugen, wieso du genau mir was schenken solltest. Und ja, das Problem, wieso du genau mir was schenken solltest, siehst du genau jetzt. Und zwar, wenn ich hier auf Twitch auf deinen Kanal gehe und dann auf Chat gehe, dann sehen wir ganz klar das Problem. Ich bin kein Sub. Und es gibt nur eine Lösung, wie ich wieder Sub werde. Und zwar, indem mir du einschenkst. Junge, ich gucke hier gerade in den Offline-Chat rein. Was passiert hier? Was geht hier ab? Bruder, Delfine Litschi Bauer. Die beleidigen dich hier nur. Junge, krieg mal deinen Offline-Chat in den Griff. Also mein Wunsch an dich war tatsächlich einfach nur, einen Sub gegiftet zu kriegen. Weil ich verschwende meinen Twitch. Weil ich meine, als Non-Sub bin zum Beispiel das hier. Und mit Sub bin ich halt das hier. Beispiel ohne Sub das hier. Moin, wollen wir vielleicht auf ein Date gehen? Junge, wer bist du? Und mit Sub das hier. Moin, ich bin übrigens Sub bei der ZuGutTV. Wollen wir vielleicht auf ein Date gehen? Nein, verpiss dich. Ohne Sub das hier. Und an den Chat jetzt, wer sein Twitch Prime übrig habt, gebt ihn auf gar keinen Fall Hugo. Ja, das war's eigentlich.
Ich schenke Vulgo einen Sub, wenn jetzt zwei Leute ihren Twitch Prime einlösen bei mir. Oh, einer? I don't know what's your username. Danke für den Resub 9. Und damit sind es zwei. Bitteschön, Bro. Yo, Hugo. Hallo, Chat. Heute zeige ich dir, was du... Junge, er ist einfach Phase. Das ist einfach Phase. Wieder ...dir schenken sollst. Rein da. Diese White Edition von Vivi. Was? Was? Es gibt eine White Edition, Bro? Die braune Edition geht mir nämlich langsam schon wirklich auf den Sack. Je länger ich mir dieses hässliche Ding hier anschaue, desto größer wird mein Willen, mich aus dem dritten Stock zu befördern. Aber weiter zum nächsten... Aber weiter zum nächsten Wunsch, und zwar dieses Goofy-T-Shirt, was ich mir schon wirklich... Digga, warum ist der so lustig? ...länger wünsche. Ich habe am 28. Dezember nämlich ein Bewerbungsgespräch bei einer Bank. Du weißt sicher, wie so ein Bewerbungsgespräch abläuft. Ja, da muss man sich halt auch dementsprechend kleiden. Und mit diesem T-Shirt bin ich mir sicher, dass ich... sofort genommen werde für diesen Job. Und weitere Wünsche von mir wären, ja, ist ein bisschen kompliziert und so, aber... Nein, weiter. Frohe Weihnachten! Ja, das ist echt crazy, dass es Vivi in Weiß gibt. Dass wir das erst jetzt wissen, ist krass. Bruder, ich bestelle mir das selber. Bro, ich habe was Besseres gefunden. Digga, Vivi in Schwarz. What the fuck? Da die Zukunft von jedem von euch am wichtigsten ist, würde ich ihm das Goofy-T-Shirt holen, damit er bessere Chancen hat in seinem Bewerbungsgespräch. 5 Minuten 30! Oder wenn jetzt kein Film kommt, dann weiß ich auch nicht. Kann sein, dass ich überdumm bin und ich wieder Hate bekomme, aber kann ein dreckig werden, wenn man gar keinen Sex hat? Und damit herzlich willkommen zu meiner Bewerbung. Und zwar würde ich mich sehr, sehr gerne für diese schöne Sache hier bewerben. Ich hätte sehr, sehr gerne ein geiles mechanisches Keyboard. Und zwar für 69,99 Euro. Ja, Schnapper. Minus 13%. Und als zweites Produkt würde ich sehr gerne eine Ballpumpe haben. Hey, Bro, du kriegst die Ballpumpe. Mach ich doch gerne für dich. Du kriegst die Ballpumpe. Jo, Leute, was geht? Digga, was ist das? Warte, ich rate, was du dir wünschst. Ein neues Handy. Ich schaue Hugo jetzt seit mittlerweile 2 Jahre, glaube ich. Hugo muss einfach mal für meine mittlerweile 7 Monate, müssten das jetzt sogar sein. Ach nee, warte, 6 Monate. Sub einfach was zurückgeben. Und deshalb wünsche ich mir unter anderem das so und... Das so und... Was denn? Das war doch nur ein kleiner Spitzle. Was hat er sich überhaupt gewünscht? Ein Fuchs? Ja, hol mir den Fuchs einfach, weil ich ein bisschen gemein war vorhin. Hallo Hugo, hallo. Chat, heute stelle ich euch mein Geschenk vor, das ich mir von Hugo wünsche. Kommen wir zu meinem Wunsch. Und zwar ist es ein Monitor. Den brauche ich natürlich, um beim Streamen meinen Chat zu sehen, da ich bald mit dem Streamen anfangen will. Außerdem sieht mein Chat natürlich dann nicht so aus, sondern wow. So. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum genau ich dieses Geschenk verdient habe. Das ist ganz einfach. Ich bin ein sehr loyaler Hugo-Viewer mit... Das ist ein Mich? Was? Und ich habe mich von diesem Setup zu einem PC hochgearbeitet. Oh. Jetzt fehlt mir nur noch ein Monitor. Das habe ich geschafft, weil ich tatsächlich mein Geld sinnvoll in Dinge investiert habe. Natürlich brauche ich... Digga, von wo kommt der Prop denn jetzt auf einmal? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, so People Happy Bewerbung, Digga, auf einmal kommt das. Die Ideen werde ich natürlich selber erfinden und nicht klauen oder so. Ich brauche den Monitor natürlich auch, um meine Clips aus dem Stream zu verbieten. Was ist das hier? Bruder, ist das hier? Wünsch dir was unser Roast-Video, Digga. Monitor brauche ich natürlich auch, um auf coole Sachen im Stream reacten zu können. Hier seht ihr ein Beispiel. Thomas. Das war actually ein lustiges Video. Ich würde es ihr gönnen, weil sie hat mir war actually ein lustiges Video. Ah, Digga, 100 Euro ist crazy. Also es sind 110, by the way. Sexist, wenn du Nein sagst.
Ja, okay, ich hol's ihr. Digga, sonst kommt TikTok wieder. Das sprengt unser Budget aber komplett jetzt. Also, jetzt ist vorbei. Ich werde mit dem Video kein Plus machen. Also, das ist over. Hallo, let's go. Digga, du Rätsel. Mein Wunsch ist ein Labornetzteil. Damit kann man so elektronische Sachen so... Bruder, ich höre nichts! ...machen. Ich höre nichts, Bro! Würde mich sehr freuen, könntest du mir den, warte mal, okay. Das ist grün und steht vor der Tür. Ein Klopfsalat! Was will der jetzt eigentlich? Bruder, man kann das nicht kaufen auf Amazon. Das ist nicht zu verkaufen. Weißt du was? Ich gebe dir 20 Euro Amazon-Gutschein und du holst dir das irgendwann selber, wenn du genug Geld hast und wenn du weißt, wie du Videos richtig kaufst, okay? Was geht? Let's Hugo. Du machst irgendwas mit einer Wunschliste. Meine Wunschliste ist gar nichts, Bruder. Ja, und danke, dass du 2 Sekunden vor meinem Video gefilmt hast, Ehrenmann. Hallo Hugo, hallo Chat. Ihr wisst doch alle... Ja, endlich mal was Neues! Dankeschön! ...was unser Lieblingsspielzeug als Kind war? Genau. Kettensägen. Und wir lieben alle Hunde. Aus diesem Grund möchte ich diesen... Ich höre Stimmen, bitte. Plüschpuppe, Plüschkissen, Hilf Anime, Plüschtiere, Goldschenso, Männplüschtiere, Spielzeug, Plüschtiere, Plüschhund, Dekoration, Geschenke, Spielzeug. Hallo Hugo, hörst du mich? Wenn ja, ist es zu spät. Ich warte gespannt vor deiner Haustür. Oh mein Gott, Alter, holy shit, Alter. Auf dich. Oh mein Gott, Digga, schon wieder. Oh mein Gott. Er hat seinen Twitch-Namen nicht geschrieben, er kriegt gar nichts. GG. Ja, geil. Na gut, machen wir weiter. Und heute haben wir ein etwas traurigeres Video. Oh. Und zwar, ihr habt sicher alle mitbekommen, was am Dienstag passiert ist, als ich kurz mit Hugo im Discord war on stream. Und zwar ist das hier passiert. Digga, wie scheiße. Ja, und dann habe ich auch noch ein paar Subs gedatet, auf den Zettel geschrieben und verbrannt. Aber das Problem ist, ich fühle mich wirklich, wirklich schlecht. Warum? Ich kann das nicht einfach so liegen lassen. Irgendwas mit denen anfangen und deswegen mache ich dieses Video. Denn ich werde jetzt im Wald beerdigen gehen. Aber weil es halt ein bisschen dunkel draußen ist, ich habe mich nicht allein getraut, habe ich meine Kamera mitgenommen. Weil die kann mich halt beschützen, dann fühle ich mich direkt wohler. Hier geht Gassi und, mit seiner Kamera. Ich suche jetzt erstmal einen Spot. Nein. Danke. So. Das Leben. Kamera, du hast auch nicht mehr lange. Warte mal. Wo ist meine Kamera? Ich suche jetzt ganz kurz die Kamera. Wir sehen uns gleich wieder, aber rest in peace, Leute. Ich habe irgendwie ein sehr schlechtes Gefühl. Ich finde Kamera nicht. Ich habe Angst hier alleine. Wo ist meine Kamera? Warte mal, was ist das? Nein. Nein. Puta, was zum F***, Digga? Chill mal, Alter. Schau ich gerade Lungen. In Frieden, Kamera. Und Stefan. Und all die Subs. Hier, also das ist meine Wunschliste. Ich schreib's jetzt auf. Auf. So. Kamera. Also Hugo. Ja, du kriegst sie. Herzlichen Glückwunsch. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin wieder am Start und heute werden wir Gründe durchgehen, warum Hugo mir etwas kaufen sollte. Grund Nummer 1, ich kann sowas machen. Grund Nummer 2. Ja, ist das der Wettermann? Das ist der Wettermann, Bro. Ich kann Fortnite spielen. Bitte einen guten Fortnite-Clip einblenden hier. Jetzt sofort. Oh! Holy! Oh! Bro! Grund Nummer 3. Ich habe für dich gratis Content hergestellt. Oh, du weißt es, Content. Ich weiß es. Meine ganze Familie hat für dich gratis Content hergestellt. Grund Nummer 4. Ich kann das machen. Was macht ihr da? Da du gerade eben gesehen hast, warum du mir Sachen kaufen solltest, werde ich jetzt sagen, was du mir kaufen sollst. Ist natürlich höflich, oder nicht? Ja. Mein Digga. Aha, ich bin der Wettermann. Ich komme rein und sie sagen, oh Mama, ich mach das Wetter, weil ich kann.
Miska Muska, ich bin der Mann. Eins, zwei, drei sage ich. Ich trete mein Handy, ich zerstöre die Wand. Ich zerstöre dich, ich bin einfach bekannt. Und mit dem Laserschwert kann ich natürlich jede einzelne Schneeschlacht gewinnen. Bitte mich verarscht, Digga. Digga, das Schwert ist auf jeden Fall kein Amazon-Link, Bro. Digga, AirPods 119 Euro. Du kriegst die AirPods. Du musst nur die, du musst gucken, wo du aufgehört hast und dann easy. Na gut, das war's. Wir sind durch.